Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Next Day. Wir sind krank, uns ist kalt. Ich schau mal, ob ich hier irgendwie drüber komme. Sieht aber nicht so aus. Dann müssen wir mal dadurch. Wir müssen jetzt, glaube ich, mal zusehen, dass wir den Wolf getötet kriegen. Kann ich hier eigentlich irgendwie die Waffen laden? So, für die haben wir Munition 0, Munition 0, Munition 0. Das für die PM SVD. Ziegelsteine. WSS. Ist keins der Gewehre, das wir haben. Okay, wir brauchen also erst nochmal Munition. Ehe wir, da hinten können wir noch hin, da sind auch nochmal Häuser. Ich würde gerne da hochklettern. Kann ich nicht, okay, schade. Gehen wir mal da hinten hin. Und schauen mal, ob wir da noch was finden. Letztes Mal hatten wir ja das Pech, dass hier irgendwelche Leute rumgeisterten, die meinten, auf uns rumschießen zu müssen. Scheinen jetzt aber weg zu sein. So, da bin ich drunter durch. Hoppala. Ich würde gerne gucken, ob da was drin ist. Sieht nicht so aus. Schade. Sicherheitszustand gesund. Ja, ja. Ich würde ja gerne. Jetzt schießt schon wieder jemand auf uns. Erschossen. Okay. Ich muss sagen, das Spiel ist schwer. Sehr schwer. Vor allen Dingen, wenn man halt die erste Mission quasi vergeigt hat. Weil wie finde ich jetzt Sachen, ne? Das ist so das Problem. Ich kann nochmal versuchen, da hinzukommen. Aber wir haben, da sind aber auch Wölfe unterwegs. Das ist also auch nicht so einfach. Und in der Basis finde ich halt einfach nichts. Gar nichts. Das ist so ein bisschen mein Problem. Und ich habe ja jetzt auch nichts mehr. Ist ja jetzt wieder alles weg. Und wenn ich neu anfange, das haben wir ja letztes Mal auch probiert, sind wir genau da, wo wir jetzt auch sind. Haben nichts und die Aufgabe, den Wolf zu töten, kriegen wir dann noch. Aber das ist auch der einzige Unterschied. Ich versuche es jetzt noch einmal und dann, wenn es nicht klappt, weiß ich nicht, ob ich dann noch weiter probiere. Kann auch sein, dass ich dann einfach nochmal eine Weile warte und dann vielleicht nochmal wieder ganz von vorne anfange. In der Hoffnung, dass es dann besser läuft.
Also es ist schwer, muss ich schon sagen. Weil man einfach wenig findet. Wenig bis gar nichts findet. Soll ja angeblich, glaube ich, besser werden, wenn man mal den Wolf getötet hat. Nur, wie töte ich den Wolf? Ich habe ja nichts. Mit bloßen Händen funktioniert das nicht. Und was anderes scheint es ja einfach nicht zu geben. Oh, ein Kanister. Kann man wohl noch nichts mit anfangen? Ich kann hier jetzt zwar die Gegend absuchen. Da hinten sind Gebäude. Dann hüpfen wir mal über den Zaun und hoffen, dass da kein Wolfsgehege hinter ist. Und auch keine Leute, die meinen, auf uns schießen zu müssen. Das ist wirklich, ja, nicht so elegant gelöst. Wir können trinken. Das ist gut. So. Jetzt müssten wir nur hier irgendwie in das Haus kommen. Darüber nicht. Ach, da ist eine Treppe. Nehmen wir doch einfach die. Wieso ist jetzt die Tür zu? Der Rucksack hat 29 Plätze. Legen wir mal ab. Unseren kann ich den auch ablegen? Ich glaube ja. Legen wir ab. Und nehmen den da. Ich würde gerne in das Gebäude. Das scheint bloß nicht vorgesehen zu sein. Das ist schade. Schauen wir mal, ob es hier auf dem Friedhof irgendwas gibt. Es würde mich ehrlich gesagt wundern. So, dann gehen wir mal da in die Gebäude, sofern wir reinkommen. Und keiner da ist, der meint, auf uns schießen zu müssen. Ach, nehmen wir doch das Tor. So, wir kommen zumindest mal rein. Aber es gibt mal wieder einfach einen Schürhaken. Sehr gut. Dem können wir schon mal ein bisschen was anfangen. Ein Küchenmesser und ein Zahnrad. Ah, hier haben wir ein bisschen mehr Glück. Aber was uns natürlich noch wieder fehlt, ist Kleidung. Ne? Bald werden wir wieder frieren. Kann ich eigentlich den... Ne, ablegen will ich es nicht. Ich will das benutzen. Ach so, das ging da drüber, genau. Ah, ja, genau. Das mir auch entsprechend Bewaffnung haben, wenn ein Wolf kommt oder so.
Komm mal rein, okay. Gibt's hier irgendwas? Ziegelsteine. Können wir warum nicht mitnehmen? Oder muss ich den aus der Hand... Ah! Nee, Moment. Okay. So, gehen wir mal zum nächsten Haus. Kommen wir da rum? Nicht wirklich. Dann nehmen wir halt den Ausgang hier vorne. Und schauen ins nächste Haus. Hurry up. Und mit dem Schürhaken bewaffnet könnte man natürlich schon mal versuchen, auf Wolfsjagd zu gehen. Wobei, wie gesagt, wir brauchen Kleidung, ne? Die ist nicht zu verachten. So, zumindest haben wir schon mal Schuhe und Hose. Ah, ein Wasserreinigungsgerät. Cool. Kleiner Jagdrucksack brauchen wir nicht. Hatten wir schon. Also hier in dem Haus haben wir ein bisschen mehr Glück. So, was gibt's denn da? Da hinten ist auch noch ein größeres Gebäude. Können wir auch nochmal reinschauen. Okay. Hier gibt es der Einfachheit halber nichts. Das ist schade. Da oben sind die zwei Gebäude, wo wir auch schon mal drin waren. Können wir gleich auch nochmal einen Blick reinwerfen. Die ist natürlich leer. Es scheint ein ehemaliges Geschäft gewesen zu sein. Aber auch komplett leer geräumt. Können wir nichts mit anfangen. Scheint tatsächlich... Ah, das ist nochmal ein Rucksack. Mittlerer Rucksack. Wie groß ist der? 17 Plätze brauchen wir nicht. So, ziehen wir die an. Das ist doch eine Kopfbedeckung, oder? Genau. Dürfte Wärme halten. So. Jetzt haben wir aber immer noch keine Kleidung. Ah, da ist noch ein Gebäude. Schauen wir da nochmal rein. Scheinen jetzt gefühlt ein bisschen mehr Glück zu haben. Zumindest frieren wir nicht gleich. Oh, hallo. Wir haben schon ein bisschen was gefunden, mit dem wir zumindest wahrscheinlich den Wolf besiegen könnten. Was ja auch schon mal nicht verkehrt wäre. Ein Fernglas. Wow. Diese
tollen Clues. Was ist hier? Nichts, okay. Gut, da ist noch ein Gebäude, da können wir noch mal rein. Und dann machen wir uns vielleicht in der nächsten Folge tatsächlich mal auf den Weg in Richtung Wolf. Und versuchen den mal zu besiegen. Mit dem Schürhaken könnten wir Glück haben. Wobei ich jetzt ganz gerne noch ein bisschen Kleidung finden würde, also Oberbekleidung vor allen Dingen finden würde. Das wäre nett. Und natürlich Medizin oder so Sachen. Alles leer. Das ist schade. Ja, gehen wir halt da oben nochmal in die Gebäude. Vielleicht nicht zwingend durch den Tümpel. Hier haben wir ja letztes Mal auch einiges gefunden. Sind die Chancen also wieder ganz gut, dass wir da auch jetzt in den Wohnungen ein bisschen was finden. Da haben wir doch zum Beispiel einen Parker. Sehr schön. Haben wir zumindest was Warmes zum Anziehen. Das ist ja schon mal nicht zu verachten. Und dann finden wir vielleicht auch noch ein bisschen Medizin oder was zu essen. Was auch beides nicht ganz unwichtig ist. Hoppla. Mütze rot brauchen wir, glaube ich, nicht. Schauen wir gerade hier oben noch vorbei. Sneaker und Jeans nehmen wir mal mit. Wegwerfen können wir sie immer noch. Wenn wir mal nicht mehr genug Platz im Rucksack haben. Alles ziemlich leer. Also man muss schon ganz schön suchen, um überhaupt irgendwas zu finden. Sneaker und Jeans. Da reicht uns, glaube ich, der eine Satz. Ah, da ist was. Sterile Watte, okay. Mittlerer Rucksack brauchen wir auch nicht. Da rein? Nein. Gehen wir gar noch nach nebenan. Eine Tür weiter. Und dann können wir in der nächsten Folge mal ins nächste Haus gehen. Da ist leer. Feuerzeug. Okay, nehmen wir mit. Wasserreinigungsgerät nehme ich auch mal mit. Zigaretten. Wieso lässt er uns nicht einfach in Ruhe? Nehmen wir mal mit. Was hatte er denn für eines? Mullbinden. Kartoffeln, Cola, Patronen brauchen wir natürlich, Parker, kleiner Rucksack brauchen wir nicht, Messer nehme ich auch mal mit,
So. Das müsste auch Patronen haben, das Gewehr, oder? Haben wir da Munition für? Null. Kiste. Entlade. Das ist nicht... Fülle. Der Clip ist voll. Wie mache ich das? Falls das jemand von euch weiß, wie ich das befülle, kann mir das gerne in die Kommentare schreiben. So, wir wollten aber hier weiter gucken. Ich weiß gar nicht, müssen wir uns verbinden, ob wir kriegen Durst. Das kriegen wir aber in den Griff. Wir haben ja was zu trinken. Und wir könnten uns mal verbinden. Ach, wir bluten, okay. Zustand. Und was essen sollten wir? Rohe Kartoffeln. Es gibt mit Sicherheit Leckereres, aber was anderes haben wir gerade nicht. So, gehen wir gerade noch nach oben. Haben immerhin unseren ersten Gegner besiegt. Unfreiwillig, aber wir haben es geschafft. Das ist doch schon mal nicht verkehrt. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz hier in dieses Haus. Und beenden an dieser Stelle die Folge. Ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn wir dann mal tatsächlich versuchen, unsere Aufgabe zu lösen und den Wolf zu töten. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.